Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Wir werden heute zusammen eine amerikanische Spezialität machen, nämlich Donuts. Die benötigten Zutaten seht ihr im Video eingeblendet oder findet sie in der Beschreibung. Wir beginnen mit einer Tasse Wasser, in welcher wir den Vanillezucker auflösen. Danach geben wir noch die Hefe hinzu, damit diese sich ebenfalls auflösen kann. Nun habe ich hier schon mal das Mehl abgewogen, in welches wir anschließend gleich die Milch hinzugeben. Hier noch einen Schuss Salz. Danach das Ei. Den Zucker. Und die Butter. Nun müsste auch die Hefe schon aufgelöst sein, welche wir ebenfalls hineinkippen. Das Ganze kommt nun in die Knetmaschine und wird ca. 5 Minuten gut durchgeknetet, bis alles gut vermengt ist. Wenn die 5 Minuten um sind, schaut der Teig ungefähr so aus. Wir müssen dann nur noch den restlichen Teig vom Knethaken kratzen und können anschließend die Schüssel entnehmen. Das Ganze wird nun abgedeckt. Ihr könnt das hier wie ich machen, am besten mit einem Teller und danach eine Stunde ruhen lassen. Nach der Stunde sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Nun bestäuben wir eine Arbeitsfläche mit Mehl und entnehmen anschließend den Teig aus der Schüssel. Dies geht am besten mit einer Teigspachtel. Der Teig wird nun nochmal ordentlich eingemehlt, damit er nicht am Nudelholz kleben bleibt. Den Teig vor dem Ausrollen nicht mehr kneten, damit die darin enthaltene Luft nicht entweicht. Den Teig rollt man nun ungefähr auf 3 bis 5 mm Dicke aus. Wenn der Teig ausgerollt ist, nimmt man ein Cocktailglas, drückt dieses in den Teig und dreht es leicht, damit sich der darin entstandene Ring löst. Danach nimmt man die Kapsel einer Flasche, ich habe hier eine Wasserflasche genommen, und drückt diese in das Innere der Scheibe. Dadurch bekommt man nun die bekannte Donutform. Das Ganze macht man nun mit dem restlichen Teig, damit man am Ende lauter ungebackene Donuts hat. Hier ein paar Bilder der rohen Donuts. Die Donuts werden nun abgedeckt und nochmal eine halbe Stunde ruhen lassen. Die Donuts werden nun frittiert. Ich mache das hier in der Fritteuse bei 170 Grad. Ihr könnt das aber auch in einem Topf machen, in welchem ihr Öl erhitzt. Man gibt nun die Donuts in das heiße Fett. Diese müssen dann ca. von jeder Seite 2 Minuten frittieren. Beim Frittieren gehen diese noch extrem auf, sodass sie ihre runde Form bekommen. Wenn die Donuts fertig sind, gibt man sie zum Abtropfen und Abkühlen auf einen Rost. Nachdem alle Donuts frittiert sind, werden sie nun noch etwas verfeinert. Den ersten mache ich hier mit weißer Schokolade.
Nun kommt einer mit Zimt und Zucker. Und einer mit Zuckerguss. Diesen könnt ihr übrigens leicht aus einem Esslöffel Wasser und etwas Puderzucker selber machen. Über den Zuckerguss gebe ich nun noch ein paar bunte Streusel darüber. Zum Abschluss hier nochmal einer mit weißer Schokolade. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr lasst es euch schmecken. Viel Spaß beim Nachmachen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.